Wenn es zur Krise kommt, Herr Kaspers, liegt es dann ausschließlich an den Führungskräften? Es liegt nicht ausschließlich an den Führungskräften, aber es liegt häufig daran, wie die Führungskräfte Instrumente einsetzen, die in jedem Unternehmen vorhanden sein sollten. Ich vergleiche gerne so ein Unternehmen mit einem Schiff. Und ein Schiff, insbesondere in schwerer See, mit Eisbergen, vielleicht viel Verkehr auf einem Fluss, braucht eine Navigation. Und es versteht sich von selbst, dass ich, wenn ich ein Schiff navigiere, dass ich die Position des Schiffs brauche, dass dieses Schiff gerade im Moment hat. Es hilft mir nicht, wenn ich den Punkt auf dem Ozean des Schiffs vor 2 Tagen bestimmen kann, sondern ich brauche ihn halt aktuell. Nun, was sind die Navigationsinstrumente? Das Navigationsinstrument in der BWL ist das Rechnungswesen. Und ich erlebe häufig, dass Unternehmen, die in die Krise geraten, den Fokus auf das Rechnungswesen in zu geringem Umfang legen. Das heißt, es geht darum, das Rechnungswesen so auszustatten, so personell, aber insbesondere auch von der Qualifikation und von der Technik auszustatten, dass tatsächlich die aktuelle Position, die aktuelle wirtschaftliche Position des Unternehmens jederzeit ermittelt und in überschaubarer Form, in Form von Berichten, die auf wenige DIN A4-Seiten, wenn es gut geht, vielleicht auf eine A4-Seite oder wenigstens eine A3-Seite passen, ausgegeben wird. Zum Teil erlebe ich, dass Unternehmen sehr viel Zeit mit Planung verbringen. Also sie planen bereits im Herbst oder im Winter das gesamte Vorjahr, ohne die aktuelle Position bestimmt zu haben. Aus meiner Sicht ist da eine falsche Prioritätensetzung. Ich will mich überhaupt nicht gegen Planung aussprechen, aber die bessere Priorität oder die wichtige Priorität ist zunächst mal die Position des Unternehmens zu haben und auf dieser Position aufzusetzen, dann die Planung zu entwickeln. Ein weiterer Punkt, der natürlich zum Teil den Führungskräften zugerechnet werden kann, ist die Frage, welche Aufträge angenommen werden und welche abgelehnt werden. Häufig erlebe ich bei Sozialunternehmen in der Krise, dass Aufträge angenommen werden, von denen die Mitarbeiter, aber auch die Führung sich im Klaren ist, dass sich diese Aufträge nicht rechnen. Man verspricht sich aber von der Annahme von solchen Aufträgen, dass wenigstens ein Teil der Fixkosten oder der Overheadkosten gedeckt sind und rechtfertigt es damit, was in Ordnung wäre, wenn es in demselben Unternehmen andere Bereiche gäbe, die entsprechende Überschüsse und Gewinne abwerfen. Wenn das aber nicht so ist, dann bedeutet halt die Annahme eines jeden Auftrags, der dann wieder nicht voll kostendeckend ist, der weitere Schritt in die Krise. Insofern sind es auf der einen Seite die Instrumente, auf der anderen Seite das Verhalten bei der Kontrahierung von neuen Aufträgen, was dann schon den Führungskräften zuzutrauen.